Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einem kleinen, ja, sagen wir mal, Achievement Guide zu EU4. Ich habe mir überlegt, dass ich, da ich in letzter Zeit eher nur noch so bisschen storybasierte, kleinere Kampagnen spiele und nicht mehr so diese Achievement-basierten, wo man ja wirklich nur auf das Achievement geht und das war's. Das habe ich ja früher teilweise auch gemacht. Habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach kleinere Erklärungen zu verschiedenen Achievements auf dem aktuellen Patch natürlich offensichtlicherweise. Das hier ist jetzt der 1.12.2, das heißt, es ist noch vor dem Update, das jetzt demnächst rauskommt. Ende Juni soll es ja kommen. Aber ich denke, das wird dennoch relativ gleich bleiben. Vielleicht wird das, was ihr jetzt in diesem Video seht, bis dorthin gefixt werden. Mal schauen. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach ganz kurz an. Dieses Video wird relativ kurz, denn das ist ein Quick Achievement. Und zwar nämlich geht es um das Achievement Full House. Dafür nehmt ihr Litauen, startet mit Iron Man Modus und ja, startet einfach ins Spiel. Und euren Spielstand, wie auch immer ihr wollt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Full House. So, zack. Und dann starten wir. Ja, starten bitte. Und ja, das Achievement ist ziemlich simpel. Das ist jetzt eigentlich nur so eine Einführungsvideo. Einfach nur, um euch zu sagen, dass ich eventuell vorhabe, das jetzt ein bisschen öfters zu machen. Es wird aber mit Sicherheit nicht regelmäßig sein. Das ist einfach dann, wenn ich irgendwie Lust habe oder weiß jetzt genau einen Weg, wie man ein Achievement machen kann oder eine bestimmte Nation spielen kann, dann werde ich das dann eventuell als Video festhalten. Naja, hier mit Litauen ist das auf jeden Fall ziemlich simpel. Wir brauchen im Prinzip erstmal 5 Vasallen, das heißt, wir lassen hier erstmal ein paar Sachen frei, wir haben ja genug. Und möglichst nicht als Untertan weiterspielen drücken, das wäre ein bisschen schlecht. So, wir haben jetzt 3, 4, einen brauchen wir noch. Zack, so, jetzt sind wir Litauen mit einem Haufen Vasallen. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht schwierig. Wir haben jetzt schon 5 Vasallen. Wir brauchen 3 Vasallen und 2 Marken für dieses Achievement. Das heißt, wir machen jetzt einfach Kiew und Tschernigow zu einer Mark. Oh, und dann warten wir einen Tag. Und ja, jetzt solltet ihr das Achievement haben. Ich habe das Ganze jetzt schon mal einmal getan, von daher könnt ihr das nicht sehen. Das ist im Prinzip alles, was ihr tun müsst. Dadurch kriegt ihr dann das Achievement. Ich würde euch jetzt gerne noch zeigen, dass das hier unten aufploppt, aber das geht halt leider nicht zweimal. Ich habe das vorher getestet, ob das tatsächlich funktioniert, und es funktioniert problemlos. Es hätte nämlich auch sein können, dass man die Typen extra aktiv vasalisieren muss, aber das muss man nicht, es geht einfach so. Das bedeutet im Prinzip, diese Achievement kann man eigentlich mit fast allen Nationen machen, bei denen man genug Sachen freilassen kann. Es würde wahrscheinlich auch zum Beispiel mit Frankreich gehen. Da kannst du auch viele Sachen freilassen. Weiß ich nicht, vielleicht auch mit England oder so. Weil je nachdem, ein Osmanisches Reich, im Prinzip kannst du diese Typen hier einfach alle sofort vasalisieren. Würde natürlich auch gehen. Aber so geht es ziemlich schnell, ziemlich einfach. Das war erstmal dieser Achievement Guide. Ich werde dann demnächst noch einen etwas größeren machen zu Byzanz. Ich wurde ja schon sehr oft gefragt, ob ich was zu Byzanz mache, und dementsprechend werde ich dann einfach mal für Common Sense für den aktuellen Patch einen kleinen Byzanz Guide machen. Gut, dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Quick Achievement Guide gefallen. Wenn euch diese Serie gefällt, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr solche Dinge mache, würde ich mich über ein Like oder Kommentar freuen, damit ich das merke, dass ihr das haben wollt. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch und hoffe, dass wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.